Hallo liebe Seher von CryptoTV, lange nicht mehr vor der Kamera gestanden. Der Grund dafür wird erwähnt, gleich im Anschluss. Heute haben wir erstmal fürs Protokoll den 6. August 2024. Das heißt, wir befinden uns weiterhin im Irrsinn, weiterhin im Messer- und Gangkriegland Österreich. Und das ist natürlich keine rechte Polemik. Auch wenn ich weiße Schuhbänder trage, ist dem Hersteller so geschuldet und wieder mit der bösen 13 unterwegs bin. Nein, ich melde mich heute mit unglaublich guten Nachrichten. Der Denunziant, ihr wisst ja, der größte Lump im ganzen Land, das ist immer noch der Denunziant, der einst anonym den Roman angezeigt hat, ob seiner Facebook-Postings, hat es geschafft, dass wir mit CryptoTV heute unser eigentlich letztes Video machen. Und zu diesem Zwecke habe ich mich nach längerer Abstinenz auch nochmal vor die Kamera gewagt. Ich habe das getan vor einem schönen, großen, üppigen, monumentalen Kriegerdenkmal. Warum mache ich das vor einem Kriegerdenkmal? Um zum einen daran zu erinnern, dass wir zwei Weltkriege, da wird dem ersten gedacht, da dem zweiten, ganz großartig und gehorsam blind folgend begonnen haben und zur vollen Peinlichkeit, aber zu unserem aller Glück sicherheitshalber auch verloren haben. Ja, mei, die Österreicher halt, ne? Und wir machen in Österreich monumentale Denkmäler für die Gefallenen und machen kleine Stolpersteine für die Opfer. Ja, da finde ich es dann doch recht gut, dass der Roman, der jetzt ebenfalls lange Zeit keine Videos gemacht hat und heute einmal mehr an der Kamera steht, jetzt Gott sei Dank, weil ja quasi Österreich ein sogenannter Rechtsstaat ist, verurteilt worden ist wegen Verhetzung. Das Ganze findet man auch, ich habe es extra dokumentiert, in den großen Printmedien. Also da hätten wir zum einen natürlich die Kronenzeitung. Der Roman und ich waren einst bei der Kronenzeitung direkt in der Redaktion, wollten da einen Beitrag eigentlich deponieren oder eventuell dafür sorgen, dass es medial aufgearbeitet wird betreffend Polizeigewalt. Wenn wir gerade beim Thema sind, vielleicht machst du einen kleinen Verkehrsschwenk. In Salzburg geht es wieder rund. So, also was die Kronenzeitung damals nicht gemacht hat, ist dieses Video über Polizeigewalt zu machen. Ich werde jetzt nicht sagen, der Roman wird es verlinken, den Scheiß sparen wir uns nämlich heute. In unserem letzten Video da wir uns die Arbeit nimmer an. Wer dieses Video finden möchte, schaut beim Roman in die Mediathek. Ich glaube, es war irgendwas Elvis und Roman in der Höhle des Löwen oder so. Man sieht im Hintergrund am Thumbnail, das ist das kleine Bildchen im Internet, auch das Logo der Kronenzeitung bzw. der Presse, Stelle in der Karolingerstraße. Also sucht euch das selber, ich muss euch das nicht zum Arsch tragen. Experten warnen dann wieder, wir brauchen ganz dringend gleich auf Seite 2 und 3 ein neues Pandemiegesetz. Ich meine, zum Thema Experten sage ich jetzt nichts. Und da wird dann drin stehen, unter anderem nicht wieder ein Fleckerlteppich, das Gesetz, das auch der Kontrolle des Verfassungsgerichtshofs unterliegen soll. Ich erinnere, unsere aktuelle Verfassungsministerin war die Frau Edtstadler, die ja quasi gesagt hat, Staatsbürger, die hier geboren sind, einen österreichischen Reisepass haben, hier ins System eingezahlt haben, sind ja gar nicht mehr legal berechtigt, hier zu leben, wenn sie nicht geimpft sind. Also ich sehe da keine Probleme für die Zukunft. Jedenfalls, also dem soll auch der Verfassungsgerichtshof unterliegen und müsste auch, ich zitiere, Vorsorge für etwaige Tests und Impfungen umfassen. Und unten steht dann weiters, und Doppelpunkt, ich zitiere wieder, im Gesetz müsse auch eine Ermächtigung für die Regierung bzw. den zuständigen Minister verankert sein. Ich erinnere an dieser Stelle, während meiner langen Abwesenheit, inzwischen sind die Robert-Koch-Institut-Files, kurz RKI-Files, wie sie eben so schön genannt werden, gänzlich ungeschwärzt freigeklagt worden, natürlich von einem Alternativmedium. Eigentlich ist damit dokumentiert, wie weit die Politik und auch die Medien Einfluss genommen haben, aber die Kronenzeitung hat da mal einen netten Beitrag. Egal, wegen dem bin ich gar nicht hier. Irgendwo ganz klein hinter der Aufgabe der Klimakleber steht dann hier wegen Hassposting Mann verurteilt. Das ist der Roman. Etwas umfassender ist das in der SN. Auch da haben natürlich wieder
die Systemschreiberlinge das Ganze gut gearbeitet. Und ich zitiere da ganz kurz, also der Roman ist vor dem Landesgericht gestern gesessen. Ich habe den ganzen Prozess als Kibitz, wie das so schön heißt, beigewohnt. Ich nehme jetzt einmal die Brille ab, nicht weil ich höflicher geworden bin und das Tageslicht besser vertrage, aber weil ich das einfach dann besser ließ hier im Schatten der gefallenen Söhne, die einst den totalen Krieg wollten und hinterher waren wir dann froh, dass er vorbei war. Ja, ja, so ist es. Also mitgemacht hat übrigens auch nie wer. Und wer jetzt meint, ich verharmlose den Holocaust oder ziehe da Vergleiche? Nein, ich ziehe keine Vergleiche mit dem Holocaust, weil mir ist völlig klar, dass man 60 Millionen Tote insgesamt im Zweiten Weltkrieg und 6-7 Millionen Tote eines Genozid durch die Nazis nicht mit dem aktuellen Wahnsinn vergleichen kann. Aber wir sind ja auch noch nicht am Ende. Und ja, mal schauen, wo es noch hingeht. Also Bücherverbrennung haben wir ja noch nicht, aber man kann zumindest ein kritisches Medienmagazin von der GmbH zum Verein ummodeln und dann zum Beispiel als deutsche Innenministerin in Eigenregie an einem Tag einfach mal verbieten und die Staatsschergen, oh, na, das darf ich nicht sagen, weil sonst hätte das jetzt, wenn man es kurz nimmt, SS, nein, also die Schupo, ich glaube, Schupo für Schutzpolizist, der man sagt. Also die, die heute halt die Verfassung und Demokratie schützen, die haben sich dann als Möbelpacker und Privateigentumsräuber betätigt, weil wenn man einen Verein auflöst, darf man auch jegliches Privatvermögen mit einkassieren, also private Münzsammlungen und Co. Und die haben dann ganz mannhaft vermummt vor den Augen der Presse, also der Systempresse, die war nämlich schon vor dem Einsatz da, wie immer, kleine Bürostühlchen und Bürotische ohne Schubladen, also völlig belangloses Zeug, sichergestellt. Und weil es so heftig Spezialkopf sind, haben die das im Kampfanzug auch mit der Hebebühne im Schritttempo gemeinsam raufgefahren. Ja, ja, so geht Berichterstattung, bevor es zu Ende geht. Egal, hier wird dann eben bemerkt, 7 Monate bedingte Haft, das ist das Urteil, das der Roman ausgefasst hat. So lautet da am Montag am Landesgericht das rechtskräftige Urteil gegen einen Vorbestraften. Ja, beim selben Richter, falls wer fragt, Salzburger, der seit einem Jahr im Krankenstand befindet. Der sich seit einem Jahr im Krankenstand befindet. Ja, dann wurde da weiter angeführt, es wurde ihm zur Last gelegt, auf Facebook einen Kommentar zum Hass gegen israelische Staatsangehörige bzw. Menschen jüdischer Herkunft aufgestachelt zu haben. Dies ist eigentlich nicht ganz richtig, weil wie die Überschrift sagt, geht es nur um Zionisten und nicht um Juden und Israelis im Generellen. Aber wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten, die kann man mal weglassen, so wie die RKI-Files, da ermittelt auch keiner offiziell. Fakt ist, weil wir immer die Faktenchecker und so haben, der 50-jährige Angeklagte, der wegen Verhetzung vor Strafrichter Peter Egger saß, hatte am 5. November seinen Facebook-Account Bilder veröffentlicht, die verletzte palästinensische Kinder zeigen, sowie Männer, die Kinder zu Grabe tragen. Die Bilder veröffentlicht einen Monat nach dem Terroranschlag der Hamas auf Israel und kommentierte es mit den Worten, Zionisten sind Nazis und alle, die diese Monster unterstützen. Dass man mit dieser Haltung natürlich in Österreich eventuell als kritischer Journalist, wie der Roman grundlegend einer ist, auf Probleme stößt und dass man das gut verwenden kann, um ihn zum Schweigen zu bringen, nachdem er ja da quasi schon ein bisschen unangenehm aufgefallen ist, ist ja sehr hilfreich. Man muss ja auch dazu sagen, Österreich war ja auch eins der ganz wenigen Länder, die bei der Abstimmung des UN-Generalrates, ob es humanitäre Unterstützung fortgesetzt geben soll für die Palästinenser, mit einem Nein gestimmt hat. Ich glaube, das waren weltweit nur 5 oder 6 Länder. Österreich war eins davon, zeigt den Geist dieses Landes. Aber ja, wir haben natürlich auch eine Bringschuld. Ja, und insofern ist das humane Österreich da sicher im Recht. Recht darf ich nicht sagen. In diesem Sinne ist Österreich in diesem Punkt sicher politisch korrekt unterwegs. Alle, die das nicht glauben, kriegen jetzt dann von irgendeiner Transgender-Boxerin wahrscheinlich eine auf die Pappen oder werden vom Herrn Egger, namentlich hier erwähnt, der den Roman auch schon 2-mal verurteilt hat, eventuell verurteilt. Ja, wie gesagt, der Richter sprach den Mann schuldig. Egger zum Angeklagten, sie haben sich damals als Journalist geriert.
Sie wissen, was sie schreiben, und sie wissen genau, welche Verbrechen die Nazis begangen haben, und stellen Zionisten, jüdische Menschen, das stimmt nicht, das ist ja nicht erwähnt, es geht ja nur um Zionisten, mit Nazis gleich. Das ist eine geradezu typische antisemitische Betätigung. Nachsatz Eggers, sie haben es zumindest ernstlich für möglich gehalten, mit ihrem Posting andere Menschen zu Hass gegen israelische Staatsangehörige aufzustacheln. Gut, warum der Herr Richter in diesem Fall weiß, was der Roman in seinem Kopf für möglich gehalten hat, das halte ich für suggestiv, ist aber wurscht. Es ist schön in den Medien, nebenbei bemerkt, weil wir ja quasi in einer Welt der Information und Aufgeklärtheit leben. Ich habe extra das Billerzettel mitgenommen. Ich wäre auf einer Tankstelle stehen geblieben. Ich bin nämlich heute wieder politisch unkorrekt unterwegs und wir verfahren fossile Brennstoffe. Ist aber wurscht, weil die letzte Generation hat anscheinend WO gegeben. So ein Pech aber auch. Die Greta ist hier quasi noch nicht vor dem Herrn Egger gesessen. Die hat ja auch inzwischen etwas von ihrem Glanz verloren, weil sie sich ja auch gegen den Völkermord ausgesprochen hat im Gazastreifen. Aber egal. Jedenfalls, wir halten fest, in Salzburg heute gekauft. Um 18.01 Uhr bei einem Biller, weil auf der Tankstelle kriegt man inzwischen Ladekabel für allerhand lustige Tamagotchis und sonst was. Man kriegt keine Keilriemen, keine Scheibenwischer und nichts fürs Auto. Aber man kann Eis in 200 verschiedenen Varianten und keine Ahnung, Kinderspielzeug und Blumensträuße kaufen. Zeitungen, also so banale Tageszeitungen, gibt es da nicht mehr. Deswegen bin ich dann zur Billa gegangen und habe dort eine Kronenzeitung und eine Salzburger Nachrichten gekauft. Und das macht gesamt natürlich mit Steuern, ja, sage und schreibe 5,50 Euro. Also wenn einer so wie ich, ein alter, weißer, böser, das Böse bin ich ja nicht, doch 13, Entschuldigung, Gruß nach Wien, 13, alter, weißer Mann ist, dann sei an dieser Stelle erklärt, das waren in altem Geld früher über 70 Euro, über 70 Schilling für zwei Tageszeitungen. Aber nein, wir haben kein Problem mit Teuerung, die Gefahr kommt von rechts. Gott sei Dank haben wir in Salzburg aktuell auch eine rot-rote Stadtregierung und das schlägt sich bereits positiv zu Buche. Auf Antrag unseres Vizebürgermeisters, dem Herrn Kommunisten mit Eigentumswohnung, dem Herrn Dankel, ist es jetzt soweit, dass zwar die Wohn- und Lebenssituation in Salzburg sich seit der letzten Wahl nicht verbessert hat. Also ich allein kann zum Beispiel sagen, ja, meine Wohnung ist gleich teuer, sogar beziehungsweise etwas teurer geworden. Ich habe knapp ein bisschen unter 30% Erhöhung bei den Stromkosten der Salzburg AG. Wird den Herrn Haslauer freuen, ihr wisst es, den mit 2G und so nicht einkaufen. Aber das ist nicht faschistisch, irgendeinen Pass herzuzeigen. Jedenfalls, jetzt werden Straßennamen eventuell umbenannt, die an Menschen erinnern, die NS-nah waren oder halt in dieser Zeit mit dem System verbandelt waren. Heiße ich grundsätzlich nicht schlecht. Man baut auch ein Denkmal, nämlich das Pitzner-Denkmal ab. Also man sieht eindeutig, wo die Richtung hingeht. Also wenn ich mich demnächst nicht mehr als alter, nerdiger, weißer Zismann fühle, dann werde ich wahrscheinlich eine Oma, eine Trans-Oma gegen rechts, und es wird dann ganz toll, weil wir haben dann eventuell die Chance, dass wir auf die Straße gehen, der Roman als Trans-Oma und ich als Trans-Oma gegen rechts, um die Demokratie vor einer, ja, wie soll man sagen, gerechtfertigt kritischen Opposition zu schützen, und wir können in weiterer Folge dann unsere adoptierten oder wie auch immer gezeugten Enkelkinder vor jenen Menschen schützen, die sie eventuell jetzt in der Schule um ihren Bildungsstandard bringen, weil wir einen zu hohen Prozentanteil nicht deutschsprachiger Schüler haben. Wir können sie dann schützen vor Messerstechereien und ähnlichem. Also wie gesagt, mein großes Lob an die rot-rote Stadtregierung, mein großes Lob an die österreichische Justiz, die ja angeblich, so hat es geheißen nach dem Bilder-Check-Report, werden wir auch nicht verlinken, könnt ihr euch selber googeln, eventuell eine Zweiklassenjustiz sein soll, wo eventuell die Medien und die Politik Einfluss nehmen, aber das ist natürlich alles Geschwurbel, und nachdem der Roman und ich jetzt aufhören werden mit Krypto TV für die wenigen Seher und noch weniger Nachahmer und Aktiven,
Videos zu machen, hätte gesagt, lassen wir das einfach einmal so im Raum stehen. Im Raum stehen ist übrigens, da drüben ist die gelbe Sau, die uns alle töten wird. Deswegen bin ich jetzt wieder unfreundlich und setze wieder die Verdunklung auf. So viel Spaß habe ich nämlich da beim Beobachten des Polizeieinsatzes auch nicht. Außerdem bin ich politisch unkorrekt als Zeichen der Trauer ob der Rechtsprechung und aller anderen Entwicklungen in diesem Land schwarz angezogen, bis auf das bisschen weiß wie der Schnürsenkel und böser Totenkopf. Mit 13, nein, er ist nicht von irgendwelchen historischen Totenkopfmodellen abgelenkt. Und nein, die 13 ist auch nichts Verbotenes. Aber ich sag's nur dazu, weil vielleicht fühlt sich ja einer der wenigen Seher von Romans Kanal wieder bemüßigt, da eventuell anonym Anzeige zu erstatten. Ich sag's gleich, ich freue mich drauf. Dann sehe ich den Herrn Richter Ecker wieder, dann können wir ein bisschen plaudern eventuell. Sei es wie es sei, ich sage für die treuen Seher von CryptoTV, vielen Dank fürs Schauen, ja, auch ein bisschen fürs, ja, wie soll man sagen, zeitweilige Kommentieren und natürlich auch für Schulterklopfen. Also an manchen Tagen hätte ich mir fast überlegt, ob ich nicht ein bisschen Bepanthen draufschmieren soll, weil sie wund war vom Schulterklopfen. Und ja, ich hätte gesagt, wir überlassen Österreich jetzt einstweilen mal weiter dem eigenen Irrsinn. Der Bürger lässt sich eh schön am Kopf scheißen und wundert sich dann, warum stinkt. Ja, bei mir bimmelt's, das ist mein neues Smartphone. Das heißt, da kann das System dann sich freuen. Ich bin jetzt ortbar, so wie das in England mit den bösen Krawallen ja schon geplant ist. Da will man ja jetzt generell komplett auf Gesichtserkennung umschauen, aber das kennt euch auch selber, googeln. Das ist, hier kommen sie an die Cops weg, fahren sie wieder wie die Irren. Das ist der Höllensommer. Egal, ich bin damit einmal mehr für den Augenblick raus. Ich habe schon erwähnt, wir werden heute ein bisschen fossile Brennstoffe verfahren. Warum wir das tun, darauf werden wir später noch einsteigen. Ich sage jedenfalls jetzt schon mal Danke an die Seher fürs, von CryptoTV fürs Schauen, fürs mäßige Kommentieren, fürs noch lahmere Teilen und für den unglaublichen Widerstand in ja, diesem unglaublich tollen Land, das, wie gesagt, Krisen hervorragend managt. Deswegen hatten wir auch mal eine Inflation von 11%. Deswegen haben wir quasi, weil man ein Zeichen setzen muss, sonderbare Gerichtsurteile. Und deswegen haben wir auch so schöne Denkmäler, die uns stets daran erinnern, dass der Österreicher schnell bei Blödsinn unhinterfragt mitmacht und dann hinterher nicht so glücklich ist. Und wie gesagt, nein, das ist keine Verharmlosung und keine Gleichstellung mit dem NS-Regime und den dunklen Zeiten Österreichs. Es ist nur die Darstellung, dass wir abermals dunkle Zeiten in Österreich haben. Aber wie gesagt, wir sind raus. Der Roman macht jetzt einfach einmal einen Kameraschwenk, zieht wahrscheinlich seinen Hut und sagt, ihr habt euch wohl. Na, wir machen das gemeinsam, da winken wir mal schön. Also, mit den Systemmedien. Gehabt euch wohl, mehr ist bei mir in den letzten 3 Monaten ohne Anwalt an Aussagen nicht drinnen. Das macht mein Party halt. Genau, und ich bin damit mal raus. Wir fahren jetzt, wie gesagt, ein bisschen mit dem Auto rum. Wisst ihr, fossile Brennstoffe, Höllensommer. Ich habe immerhin heute auf meinem smarten Phone schon eine Warnung gehabt, Klimawarnung. Da hatten wir 25 bzw. 26 Grad, je nach Wetterdienst. Die können das nie so genau messen, das ist auch echt schwierig. Jedenfalls 25 oder 26 Grad im August, Höllensommer, wir werden alle sterben. Bevor es soweit ist, fahren wir noch ein bisschen bei lauter Musik und runtergelassenem Fenster. Dann kühlt nämlich der Fahrtwind im Höllensommer. Wir sagen Danke und ja, bleibt ein bisschen dran bei CryptoTV. Vielleicht gibt sich da ja bald noch was Neues. Soweit, einstweilen, Baba. Ciao mit auch. Ja, weil mein Justizgeplänkel und die Welt der Medien ja nicht so spannend ist, hätten der Roman heute hier im Gasthof Jägerwirt in Kasern aus dem Jahr 1985, ein Schelm, schöner wie Orwells 84, aber egal, einen Vortrag zum Thema der gläserne Mensch gefilmt und festgehalten, der quasi hier von der Initiative, da brauche ich jetzt einen Schummelzettel, der Roman filmt ihn gleich mit ab, quasi von der Gesellschaft Zukunft Salzburg,
Da unten wäre dann auch noch die Homepage, da kann man reinschauen, Mitglied werden kann man für 10 Euro pro Jahr, also günstig. Da gibt es immer wieder interessante Vorträge. Letzthin war ich bei einem vom Herrn Professor Dr. Sönigsen zum Thema Pharmaindustrie. Jedenfalls der heutige Veranstalter hat gemeint, spricht hier Tacheles und möchte deswegen nicht mitgefilmt werden. Gut, das heißt, das nächste Mal müsst ihr selber hierher kommen, wenn ihr was wissen wollt. Vielleicht können wir irgendwann was ins Netz stellen, aber der Österreicher schaut sich heute eh lieber das Fußballspiel Red Bull Salzburg gegen irgendeine Twente Holland Mannschaft an. Oder ist noch bei den Olympischen Spielen brav mit Maske oder Schwimmer, Attacke oder Transfrauen. Ihr wisst eh, also alles, was halt wichtig ist. Und deswegen bin ich jetzt hier raus, damit ich pünktlich etwas zu spät, extra ob dieses Vortrags, jetzt in den Dienst komme, weil ich darf jetzt eben auf die Fußballfans achten. Und kleiner Hinweis noch, ich habe hier gespeist und ich habe festgestellt, ein Semmelknödel mit ein paar Eierschwammerl kostet hier beim Jägerwirt aktuell regional aus der Saison 17,90 Euro, also ein Occasionspreis. Und der Roman hält fest, wir haben da hinten zart beleuchtet mit roter Geschichte und nur in einem Fall genutzt. Ich glaube, ich habe sie nicht gezählt, aber es dürften so 10 Elektroladestationen sein. Also wenn es ist, man kann hier auch mit dem E-Auto vorfahren, ganz politisch korrekt, das ist alles gut. Ja, der Dieselbus da, der war ich nicht stören, der ist bald weg. Wobei, da gibt es sicher Ausnahme, weil Salzburg als Fremdenverkehrsstadt vielleicht so einen Dieselbus dann doch noch zulässt. Da geht's ja dann um den schnöden Mammon. Ah ja, der schnöde Mammon ist natürlich auch irgendwie noch Thema, weil wir sind natürlich auch noch Festspielstadt. So, damit haben wir jetzt aber wirklich alles durch. Und der Roman und ich verabschieden uns hiermit zum allerletzten Mal von CryptoTV und wünschen euch passend eine gute Nacht, Österreich. Stein! Ja, aber es ist auf alle Fälle ein gutes Marketingkonzept. Es steht auf der Säule beleuchtet Tesla. Und wenn sie bei Tag im Sonnenschein nicht so schön erleuchtet ist, steht es auch nochmal auf dem Asphalt. Also, dann kann ja nichts mehr schief gehen mit der Explosion. Ja, jetzt habe ich gerade gesagt, wir verabschieden uns und der Roman bringt dann schon wieder so Kalauer, dass vor kurzem in Niederösterreich, glaube ich, war es, ein Haus abgebrannt ist beim Versuch, das Elektrorad oder Moped aufzuladen. Und vor kurzem war ein tödlicher Unfall, ich glaube, in Oberösterreich, in dem zwei junge Menschen, vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit, der Lenker war sehr jung und mit einem Elektromobil unterwegs und die sind ja doch recht flott, gegen einen Baum gekracht ist und dieses Elektromobil hat sich entzündet und ja, ist gänzlich ausgebrannt, während der Bergungsarbeiten immer wieder erneut aufgeflammt und stand dann nach 96 Stunden in einem Container für Elektrofahrzeuge zur Verwahrung, damit da wirklich irgendwann das klassische Feuerwehrkommando Brand ausgegeben werden kann. So ist es halt mit der Zukunft. Ich glaube ja, wir werden nicht so schnell in der Höllensommergeschichte verbrennen, weil das Packeis ist ein bisschen dicker geworden. Ich werde die nächsten Tage wahrscheinlich wieder mit Schirm und eventuell sogar einer leichten Jacke meinen Dienst versehen, weil es am Abend halt doch noch nicht zum Verbrennen ist. Aber wie gesagt, die Elektromobilität, die wird uns alle retten und ja, wie gesagt, wir verabschieden uns damit in einen apokalyptischen Höllensommer, der heiß weitergehen wird von England bis in die Ukraine und eventuell noch ein Stückchen weiter. Ah ja, die Ukraine ist ja aktuell theoretisch gerade zahlungsunfähig. Ich glaube, der Zelensky hat da jetzt irgend auch selbst ein Gesetz erlassen, dass Schulden einfach nicht mehr bezahlt werden müssen. Ist recht praktisch. War ja auch nur Steuer gehört von EU-Bürgern, dass da die Annalena und die Fuschi, also die Pfizer-Uschi, Entschuldigung, das war jetzt ein falscher Versprecher, gezahlt haben. Also wie gesagt,
brav weiter arbeiten gehen, Steuergeld gehört rein und das kann man dann für so solidarische Projekte verwenden. Ich schwafel schon wieder viel zu viel und selbstverliebt. Ich bin dann noch im alten Krypto-TV-Modus. Wie gesagt, das haben sich eh nur sehr wenige angeschaut, eh nur noch weniger kommentiert oder geteilt und manch einer sogar als Anregung zum Vernadern genutzt. Also in diesem Sinne ein gute Nacht Österreich.